ein Do-It-Yourself-Wellness-Tag-Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute zwei Do-It-Yourselfs und wie ihr euren perfekten Wellness-Tag zu Hause machen könnt. Und falls ihr die Do-It-Yourselfs nachmacht, das heißt die Maske oder die Haarmaske oder sonst irgendwas, generell diesen Wellness-Tag, dann schickt mir eure Bilder und Videos und sonst was per Instagram, Facebook oder Twitter mit dem Hashtag Do-It-Yourself-Ilona. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Video und ganz, ganz viel Spaß dabei! Beginnen wir mit der Do-It-Yourself Haarmaske für Feuchtigkeit. Und zwar brauchen wir dafür erstmal zwei Eigelb, als nächstes Honig und als letztes brauchen wir Öl. Ich habe da jetzt Haselnussöl genommen, aber am empfehlendsten wäre auf jeden Fall Olivenöl, welches ich jetzt aber nicht daheim hatte. Und die genauen Mengenangaben stehen einmal aufgelistet in der Infobox. Und die ganzen Zutaten werden dann miteinander vermischt. Und ich weiß, das sieht etwas komisch aus, aber es muss ja nicht unbedingt gut aussehen. Als nächstes habe ich mir dann ein Handtuch um die Schultern gelegt. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil sonst euer T-Shirt auf jeden Fall dreckig wird bei den nächsten zwei Do-It-Yourselfs. Das verteilen wir dann fleißig in den Spitzen, da müsst ihr auch nicht sonderlich sparen. Und geht auch etwas nach oben, weil wenn ihr mal Stufen hattet, dann natürlich diese Haare auch Spliss haben und die müssen natürlich auch gepflegt werden. Die ganzen Haare kommen dann zusammen in einen Dutt und das Ganze stecke ich dann fest mit einer großen Klammer. Während das Ganze einwirkt, können wir dann das nächste Do-It-Yourself machen, und zwar die Gesichtsmaske für weiche Haut und Feuchtigkeit. Dafür brauchen wir zuerst wieder Honig und Joghurt. Da müsst ihr keinen Fettarm nehmen, das war einfach der, den wir ja zu Hause hatten. Und zwar geben wir erstmal 5 Esslöffel Naturjoghurt in die Schüssel, aber die Mengenangaben sind natürlich auch wieder in der Infobox. Und als nächstes dann 1 Esslöffel Honig. Turn up the heat, turn up the heat. The race was for no one. Und die verdrehte Masse verteilen wir dann im Gesicht. Ihr solltet euch da etwas auf die Oberschenkel legen, wenn ihr nicht wollt, dass eure Hose dreckig wird, da die Gesichtsmaske wirklich sehr flüssig ist und es relativ schwer ist, sie aufzutragen. Und das Ganze muss jetzt einwirken. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, länger oder wie ich es gemacht habe, 30 Minuten. Und währenddessen könnt ihr dann natürlich ein Bad nehmen, weil was ist entspannter als ein Bad? Da habe ich jetzt die Lashkugel Think Pink benutzt. Sie macht wirklich sehr schönes pinkes Wasser und man fühlt sich wie eine Prinzessin. Aber ihr könnt natürlich auch aus der Drogerie von TTZ zum Beispiel dieses Schaumbad hier benutzen. Oder ihr schaut alte Videos von mir in der Einwirkzeit, das ist natürlich auch sehr entspannt, nein Spaß. Jedenfalls wird das nach der eingewirkten Zeit vom Gesicht abgewaschen bzw. von den Haaren abgeduscht. Und in der Dusche benutze ich dann mein liebstes Shampoo und die liebste Spülung, und zwar von Tony & Guy aus der Cleanse-Serie. Und für die ultimative Feuchtigkeit dann noch von Dove eine Haarmaske. Und um die Haut noch etwas zu verföhnen, von Soap & Glory das Flake Away Peeling. Danach müsst ihr die Haare natürlich auch gut pflegen. Da könnt ihr entweder von Dove so ein Kurfluid benutzen oder ihr verwendet ein Öl. Ich habe hier eins von Balea und eins von Schwarzkopf. Die Haut darf auch nicht vergessen werden. Und da verwende ich von Tree Eckle Moon die My Coconut Island Body Lotion. Das war das Wellness-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr macht auch die Do-It-Yourselfs nach. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat oder hinterlasst mir einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und vergesst mir nicht, Bilder zu schicken mit dem Hashtag Do-It-Yourself-Ilona. Ich würde mich darüber natürlich sehr, sehr freuen, einfach euch zu sehen, wie ihr meine Ideen nachmacht. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und hier rechts von mir ist jetzt noch einmal mein letztes Do-It-Yourself-Video verlinkt. Das war ein Video zu Weihnachts-Do-It-Yourself-Ideen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt zu der Jahreszeit passt. In weniger als 6 Monaten ist schon wieder Weihnachten. Es wird langsam Zeit, die Weihnachtsdeko rauszuholen. Und das Video ist auch verlinkt in der Infobox. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!